Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zurück hier beim X4-Wartesimulator mit mir, dem Chrissy. Und ja, wir warten immer noch ab, dass die Kestrel da irgendwie was macht. Die scheint nicht zu machen, das heißt, wir werden jetzt mal Sensor aktivieren. Wo ist mein Sensor-Knopf? Müssen wir halt bloß gucken, wenn er jetzt loslegt, müssen wir Sensor sofort wieder ausmachen. Sonst ist Essig. Aber guck doch mal, wir lassen jetzt vier- oder fünffache Zeit laufen und der steht da Sicherstoffen immer sichern. noch. Wir werden Ihr Inventar scannen. Schlecht. Nicht mein Wir haben Inventar scannen. Schmuggelware entdeckt. Ja, Wir haben ja. Schmuggelware entdeckt. Ja, Werfen Sie ja. Ihre Fracht ab. Ja, machen wir. Instabile Kristalle. Oh, die werfe ich aber mit Sicherheit nicht ab. Nö, das kannst du vergessen. Alter. Ah. Nee, die werfe ich auch nicht ab. Ich kann doch nicht die instabilen Kristalle auswerfen. Naja, doch, ist egal. Ich schmeiß sie raus. Ich kann mir immer wieder neue holen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ja, bitte, bitte. Habt ihr die jetzt weggenommen? Ja, habt ihr weggenommen. Ah, jetzt kommt die Polizei hier auch noch, ey. Ihr werdet mir das nicht glauben, aber ich wollte, bevor wir jetzt hier auf die Mission gehen, wollte ich eigentlich noch mein Zeug ausladen. Aber wir haben jetzt hier noch Bomben, wir haben auch EMP-Bomben, um uns die Pläne zu besorgen. Ich weiß nicht, wie viele EMP-Bomben wir haben, aber ich esse jetzt gerade meinen Eukalyptus-Bongs. Habe ich total Bock drauf. Aber ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Warum fliegt die Scheiß-Kestrel nicht weiter? Kann doch nicht sein. Machen wir mal den Sensor-Knopf. Was macht die denn da? Und vor allem Zinser, volles Ballett, ja, also fünffache Zeit. Ungefähr. Jeder sagt ja was anderes, was Zinser wirklich ist, aber ich meine, das ist ungefähr so vier- bis fünffache Zeit. Jetzt esse ich natürlich einen Bons. Das ist natürlich total blöd hier für euch am Mikrofon. Deswegen bin ich schon mal ein bisschen weiter weggegangen vom Mikro. Bewegt sie nicht. Oder muss ich noch näher ran, damit der weiterfliegt? Pass mal auf. Wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert. Ich fliege mal ein bisschen ran. Vielleicht fährt er denn weiter. Als hätte unsere Beute schon Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Wohin soll es gehen, Pilot? Ich bin meines Ach, Rückzug? Rückzug? und werde dringend von einem Kunden erwartet. Rückzug heißt, wir fliegen jetzt weg? Ja, jetzt soll ich wieder folgen. Die Piloten vom Pakt sollte man wahrlich nicht unterschätzen. Der Scan hat nichts ergeben. Sie können weiterfliegen. Ja, bin so nah dran. Jetzt fährt er weiter. Falls unser Ziel schon Polizei bekannt ist, dann sollte ich auf Ihre Akte zugreifen können. Oh, jetzt geht's los. Jetzt drehen Sie auf. Besser nicht. Jetzt drehen Sie auf. Oh, nicht so schnell, mein Freund. Da kommt schon gleich hinterher. Jetzt nicht durchs Tor. Bitte, Fräulein. Naja, ich bin ja dran. Sie entkommt. Ja, natürlich entkommt der, weil der fliegt hier mit 4000 km pro Sekunde. Das schaffe ich nicht. Na, ich wusste es. Sie ist in den nächsten Sektor geflogen. Erreicht Ihr System, Morgenstern. Fordere umgehend Verstärkung. Oh oh, aufgepasst. Das ist. Na genug. Und sind Sie nun von der Polizei oder sind Sie von diesem Hattika-Abschaum? Oh, jetzt betiteln die uns schon als Hattika-Abschaum. Das ist gut zu wissen. Sorgen Sie dafür, dass Sie weiter schwafeln. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Ich weiß, dass Sie mir folgen. Ich bin stolzes Mitglied des Pakts von Grüne Schuppe. Stören Sie uns nicht. Es ist immer ein erfreulicher Anblick, wenn jemand die Arbeit richtig erledigt. Fordere umgehend Verstärkung an. Sie wollen mich zu einem Angriff provozieren. Was für ein Unsinn. Ich verschwinde jetzt. Kommen Sie zurück. Dann schauen wir uns an, was wir in Erfahrung bringen konnten.
Naja, haben wir, glaube ich, nicht ganz so falsch gemacht. Jetzt habe ich gerade auf mein OBS geguckt. Habe ich die Aufnahme gedrückt oder nicht? Erreiche ja, habe ich. Patrick war's Entscheidung. Undock-Erlaubnis erteilt. Oh. Mensch, ich hab doch Gas rausgenommen. Wieso fliegst du denn weiter? Also das ist noch ein Bug bei dem Spiel. Dass du hast das Gas auf Null, du boostest, ja, und irgendwann bleibt das Gas da hängen. Ja, also das Dings. Ich habe ja mit Null Gas, also quasi Gasregler komplett zurück, drücke ich nur den Boost-Knopf. Das heißt, sobald ich den loslasse, geht die Geschwindigkeit gleich wieder auf Null. Ja. Erfolgreich angedockt. Bin ich jetzt richtig hier? Willkommen. Ja. Nemesis, Angreifer. Übrigens habe ich mal in den früheren Patchnotes von X4 gelesen, dass sie jetzt dafür gesorgt haben, dass wenn man das Schiff gedockt hat mit einem Kapitän und der hat noch einen Auftrag und man aussteigt, dass er dann wartet auf der Station. Im Weltall, habt ihr gesehen, muss man das mal machen, weil er setzt sich dann in ein Flugzeug und schießt dann los. Und das Schlimme ist, dass er das, also was ist schlimm, wenn ihr ausgestiegen seid im Raumanzug und euer Schiff sieht einen Gegner, dann fliegt er los. Dann fliegt er los. Er lässt sich einfach da stehen. Also ist krass. Und dann den da wieder zu docken, oh, das ist schon anstrengend. So, hier hat Dikwa, wie sieht's aus? Freut mich, Sie in einem Stück wiederzusehen. Das war ein wirklich hektischer Tag. Und was konnten Sie in Erfahrung bringen? Der Kollege hier ist jeden Credit wert, den Sie ihm bezahlen. Oh, danke. Unser Ziel war in der geheimen Lieferung illegaler Waren verstrickt. Unsere Beute ist bereits Polizei bekannt. Die Polizei könnte also einige interessante Infos besitzen. Damit können wir zumindest etwas anfangen. Ich bin sehr zufrieden mit den Daten, die wir sammeln konnten. Und was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt tun? Es ist endlich an der Zeit, an den Pakt von Grüne Schuppe heranzutreten. Wir plaudern etwas, finden heraus, was Sie wollen und verschwinden wieder. Und dann? Es liegt ganz an euch, eure Ziele zu erreichen. Ich kann nur Vorschläge machen, wie es gehen könnte. Ich habe das Gefühl, dass mich dies einiges kosten wird. Es wird alles glatt laufen, wenn ihr euch an meine Instruktionen haltet. Dann mal auf in die Höhle des Löwen. Das wird ja lustig. Was auch immer wir jetzt machen müssen, wir werden sehen. Ach, Spiel wird gespeichert. Bis gleich. Aber ich weiß nicht, es gibt da irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon der Plot ist. Um den es jetzt hier geht, Hatikwa, ich weiß nicht, ob das ist, dass die Paraniden vereint werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber es wird irgendwann, gibt es eine Entscheidung, irgendwie ein Schiff zu sprengen oder es nicht zu sprengen. Und wenn man es sprengt, dann führen die Paraniden, glaube ich, Krieg gegeneinander. Und wenn man es nicht sprengt, vereinigen sie sich. Und man kann die aber nachher später gemeinsam in Krieg führen lassen. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon 1000 Jahre her. Muss ich auch erstmal alles ausprobieren und durchlesen. Wir werden jetzt erstmal abdocken. Jetzt werden wir mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Wir haben da schon abgedockt. Wir treffen uns mit dem Leutnant vom Pakt. Über den stellen wir jetzt schon seit geraumer Zeit ein Dossier zusammen. Aha. Er verlangt unbedingten Respekt und sammelt für seine Lieben wertvolle Sachen. Ich denke, wir können ihm ordentlich Honig ums Maul schmieren, wenn wir ihm ein schönes Geschenk mitbringen. Och nö, komm. Ich habe hier eine Liste von Stücken, die Ihnen gefallen könnten. Oh. Ich verlasse mich auf Sie, um sie zu beschaffen. Oh, was? Fertig. Kommen Sie zu mir auf die Station vom Pakt. Was soll ich denn besorgen? Sie sind fast so weit, um uns mit dem Leutnant vom Pakt zu treffen. Melden Sie sich bei mir auf der Station. Ja, na was denn jetzt so? Mann ey, wo ist der denn? Jetzt fliegen wir mal wieder ein bisschen mit Cockpit, damit ich auch immer mal sehe, in welchem Modus ich bin, weil das ist nämlich ohne hier, also wenn wir so machen, Steuerung H, ja, kann man es ausmachen, dann sehen wir mal nicht, in welchem Modus ich bin. Also ich weiß es eigentlich, weil ich die Knöpfe ja drücke, aber manchmal, naja, ist verwirrt. Deswegen.
Ich muss aber mal meinen Reisemodus mal auf einen anderen Knopf drücken, weil ich drücke immer einen anderen Knopf. Oh, den hat er schon umgebracht hier. Nee, der ist noch Container. Da. Komm, den knallen wir noch weg hier. Wir sind schon mal hier, dann können wir den noch mal wegbraten. Bitte, mein Freund. Hab ich gerne gemacht. So, was soll ich machen? Weg finden nach Ketzers Untergang. Ach du Scheiße. Ach so, das wäre ja denn hier irgendwo. Was ist denn das hier? Verbundwerkstoffefabrik. Wieso ist denn die... Wem gehört die denn? Wieso ist denn die so komisch gefärbt? Das ist ja komisch. Na egal. So, wir machen mal hier... gucken wir mal hier auf der Karte, was hier so passiert. Station. Objekt, da wollen wir hin. Unbekanntes Objekt. Na, das ist doch das Gate schon. Danke für Ihre Hilfe. Da fliegen wir jetzt erstmal hin. Wir fliegen erstmal da hin. Hier ist ja ein Gate und dann können wir immer nach rechts fliegen. Hier sind auch Argonen, ja? Ja, hier ist... Oh, die bauen hier. Alter Falter, was bauen die denn hier? Wie sieht es denn hier im System aus? Was gibt's denn hier? Hier gibt es... Nur Sonnenlicht. Okay. Gibt's ja eigentlich nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Gate. Da fliegen wir jetzt erstmal durch. Und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Naja, so ergibt sich halt der Plot dann immer, ja? Also so erkundet man auch die Systeme, weil es halt immer, man wird immer durch Systeme geführt. Und deswegen habe ich gesagt, es ist gut, dass wir die Plots halt auch machen, ja? Und wo man die macht und wie man die macht, das kann man alles im Internet nachlesen. Da muss man überhaupt nicht, gucken, wo müssen wir hier nach Ketzers Untergang? Da muss man ja nicht wissen, wo das hingeht. Oder man muss nicht alles rumfliegen. Es gibt Maps, die kann man kaufen. Die kann man sich im Internet angucken. Und dann, ich flieg mal nicht durch, weil das ist scheinbar noch nicht das Geld, was wir suchen. Also, Sprungtor, Ketzers Untergang. Ach doch, da müssen wir hin, alles klar. Nee, also jetzt nochmal langsam. Also man muss das System sowieso irgendwann erkunden, wenn man überall hin will und überall Handel treiben will und so weiter und die Split und alles, wie sie heißen, auch kennenlernen, um jetzt hier ihre Schiffe zu kriegen. Aber... Erreiche System, Ketzers Untergang. Man muss das nicht auf Teufel komm raus irgendwie quasi erkunden, sondern es gibt halt Karten im Internet. Bei Sizewell zum Beispiel gibt es eine Karte, Firma Sizewell, also Webseite Sizewell, das ist ja auch eine Community, die sich mit X befasst. Und da muss man dann gar nicht ewig rumeiern, sondern man kann halt direkt auf diese Karten gucken, ja, die da halt ausgedruckt haben. So habe ich ja zum Beispiel auch die Piraten gefunden. Oh, jetzt ruckelt es aber ordentlich hier. Hoho, das Spiel ruckelt, aber volle Hütte. Volle Hütte. Was ist jetzt passiert? Hey, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Sternkonstellationen zu Systemen aus dem Tornetzwerk vor dem Zusammenbruch passen. Das ist der Weg zur alten Föderation. Aha. Okay, wer bist du? Oh, Alter, es ruckelt hier, das Spiel. Es ruckelt, Junge. Alter, Falter. Hoho. Das kann doch nicht sein. Naja, das Spiel muss hier 1000 Asteroiden irgendwie darstellen, ja? Dann ruckelt das halt ein bisschen. Ey, ist das krass. Das ist krass. So hat es ja überhaupt nicht geruckelt hier sonst. Jetzt ist vorbei mit Ruckeln. Jetzt läuft es wieder. Ha, sehr schön. So, okay, hier muss es also noch irgendwo ein Tor geben. Das müssen wir dann auch rausfinden, wo es das gibt. Wo sind wir denn hier gerade? Ach, hier oben sind wir. Ketzers Untergang. Oh, das ist ein System, was wir einnehmen können. Hier ist noch ein Sprungtor. Sind wir an dem Sprungtor vorbeigeflogen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier ein Sprungtor war. Aber ist egal. Kriegen wir hin. Hier ist ein paar grüne Schuppe. Raumkrautplantage. Wir können ja mal hier schnell einen Scan machen. Oh, nee, nicht F drücken, sondern R. Dann gucken wir mal, was die Piraten hier so alles gebaut haben. Unbekanntes Objekt, unbekannte Station. Das heißt, hier wird noch ein Tor sein. Also, unbekanntes Objekt ist immer eine Station oder eine Station, ein Tor oder irgendwas, ein Sicherheitscontainer oder was auch immer.
Und die Dings, die Tore müsst ihr sehen. Die. Ja, nicht die Sprungtore, sondern die. Ja, wie heißen sie denn? Beschleuniger, genau. Die muss man so im System sehen. Undock-Erlaubnis erteilt. Hä? Ach, ich kann hier auch andocken. Ja, dann docke ich doch hier an. Aber wieso scannen wir eigentlich permanent die Stationen? Also das verstehe ich nicht. Also ich habe das Scannen gar nicht an. Noch wieder angeditscht. Ich glaube, der Halbaster, sein Frachter wird, glaube ich, auch noch zerstört. Also ich will ja nicht immer spoilern, ja, aber irgendwie, ich versuche das nur zusammenzukriegen, wie das war. Willkommen. Willkommen. Raumkrautplantage. Ich glaube, Raumkraut, ist das nicht auch illegal? Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Argonen? Warum handeln wir denn nicht mit den Argonen? Wir müssen mit den Argonen handeln, wir brauchen Rang. Ach so, hier steht er rum. Ach guck, hier stehen sie rum. Sie haben es geschafft. Na klar, ich kann ja wohl ein Schiff landen. Hoffen wir mal, dass meine Intuition mich nicht getäuscht hat. Ja. Wir sind fast so weit, um uns mit dem Leutnant vom Pakt zu treffen. Captain. Ja. Da ist er. Verhalten Sie sich bitte äußerst respektvoll. Ach, der rennt sowieso weg. Der sieht ein bisschen komisch aus. Nun fünf. Denn, Argone. Es ist erfreulich, dass Sie gekommen sind. Ich seh nix. Ich bin wirklich erfreut, dass Sie nicht meine Zeit vergeuden. Was ist Guten Tag. Mein Name ist Dalbusta. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie uns zugestimmt haben. Ich bin mir sehr wohl bewusst, wer Sie sind und wen Sie repräsentieren. Kommen Sie. Gehen wir an einen Ort, wo wir ungestört sind. Also schön. Bitte denken Sie daran. Entschuldigung, aber das ist ein privates Treffen. Wie? Was heißt das jetzt? Die sind weggebackt. Okay, und jetzt? Captain Booster hat damit gerechnet. Er hat angeordnet, dass Sie nach Hatikva zurückkehren und auf weitere Anweisungen warten sollen. Uns passiert schon nichts. Na, ansonsten rotten wir sie aus. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Sprich mit Rin Omara. Alles klar, hier liegt noch ein Scheiß rum hier bei denen. Ja, was ist denn hier los? Also ernsthaft, jetzt muss ich hier... Achso, hier gibt es auch noch eine... Oh. Ich habe mich festgebackt. Pass auf, ich kann auch Steuerung D drücken, nicht blöd. Man braucht da nicht hinlaufen. Dass der Pilot sich da mal reinsetzt. Ich kann nicht ab auf seinen warmen Sitz hier mich zu setzen. Oh, das wisst ihr auch. Aber der sitzt jedes Mal darin. Ich sage, bleib in deiner Box und komm raus, wenn ich dich brauche. Nein... Er kommt immer raus und setzt sich auf meinen Platz. Der packgrüne Schuppe bleibt auf jeden Fall immer minus 5. Also du kannst sie echt abklatschen, kannst die Stationen abreißen von denen. Das spielt keine Rolle. Die bleiben immer auf minus 5. Also weiter runter gehen die, glaube ich, nicht. Und aber ich weiß nicht, ob man sie hochkriegt. Also wäre ja auch mal interessant zu gucken, ob man die alle hochkriegen kann. Ja. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Ah, wir fliegen wieder zurück. Nach Morgenstern fliegen wir jetzt, glaube ich, ne? Fliegen wir nach Morgenstern? Ja. Wir fliegen nach Morgenstern. Ja. Hat Fabrik. Ach, deswegen haben sie die da hingebaut. Ah, das ist eine Queststation. So, in der Zeit, wie wir fliegen, wir könnten ja theoretisch auch mal aufstehen. Und können ja mal unserem Pilot sagen, flieg mal dahin. Hier bitte mal. Ich grüße Sie. Ja, hallo, grüß dich. Andocken und warten. Okay, dann kann der nämlich ein bisschen fliegen hier. Da kann er ein bisschen questen. 3 Sterne hat er schon. Sehr schön, fliegt aber immer noch wie ein Eimer. So, Fellpower HQ. Ich wollte mal nach der Forschung gucken. Wie sieht's hier aus? Oh, wird alles angeliefert. Sieht gut aus, ja. Hier, Verbundwerkstoffe werden keine angeliefert, aber ist egal. Wir müssen auf jeden Fall alle Dings haben. Wir müssen alle... Forschung haben. Sonst funktioniert's nicht. Ah, hier ist nicht viel Geld um rumgekommen hier.
10.000 Nividium. Ja, warum eigentlich sind hier nur 10.000 Nividium drin? Ich verstehe es nicht. Was macht denn der blöde Miner? Wo ist denn der? Wo ist denn hier der Nividium-Miner? Der hat doch 361. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 2 Folgen? Und irgendwie machen meine Händler hier nichts mehr. Warum? Doch, die fliegen immer noch los. Aber ich sehe hier oben nichts mehr. Wahrscheinlich, weil ich nicht im System bin. Deswegen sehe ich das nicht. Doch, die fliegen noch fleißig los. Andock Metallverarbeitung. Ja, ja, ja. Metallverarbeitungsanlage. Bringt veredelte Metalle rüber. Ja, da könnten wir wahrscheinlich noch mehr rüberbringen. Aber leider habe ich das nicht bedacht. So, man könnte jetzt mit dem L-Dock hier einen fetten Frachter schnappen. Hier ans L-Dock. Hier, das hier ist ja ein Teladi L-Dock hier. In Paranin L-Dock, also ein Dreiecksdock. Da kann der dran andocken. Hier auch bei den Stationen. Dreiecksdock dran, Dreieckdock dran, Dreieckdock dran. Also, das heißt, ich könnte auch mit einem L-Frachter fliegen. Aber das Problem ist. Oh, hier guckt euch das an. Die haben sie schon wieder gehackt. Oh, scheiße, Alter. Was hier alles rumliegt. Erreiche System. Morgenstern. Aber das Problem ist, dass wenn wir die jetzt mit einem L-Frachter. Ich schicke Ihnen alle Daten, über die wir verfügen. Meldet euch. Wir brauchen Unterstützung. Jetzt. Ja, ja, ich bin noch da. Na, jedenfalls ist das alles ein bisschen seltsam. So. Falke, Verteidiger. Jetzt wurde ich gerade abgelenkt. Ah, oh Mann, den falschen Knopf gedrückt. Komm, flieg doch mal. Flieg doch mal ran da. Ich muss den jetzt abknallen, sonst knallt er die Schiffe ab. Oh, wie hat das denn hier geleckt hier gerade? Falke, Angreifer. Oh, kannst du jetzt bitte mal dahin fliegen, Schiff? Schön, ey. Das hätte man alles viel eher haben können hier, ey. Mann, ey. Dieses blöde Schiff. Ich habe echt Klofinger. Ernsthaft, Kinder. Ich habe Klofinger. Ich drücke immer. Jetzt dieser Joystick hier. Guckt euch bitte mal bei YouTube an. Oder bei Dings hier, ja. Guckt euch den bitte mal an. Dieser Joystick hat Tasten, die sind so groß, die kannst du mit dem Kopf drücken, ja. So groß sind die. Aber ich drücke immer die Taste daneben. Ich habe Wurstfinger. Das ist einfach so. So, wo wollte ich? Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte doch hier irgendwas noch erzählen. Achso, die haben sie jetzt wieder gehackt, genau. Und wir kriegen jetzt zu wenig Dings. Wenn ich jetzt also hier einen L-Frachter reinstecke, dann nimmt der jetzt mein ganzes Lager und pumpt das dahin. Und dann fällt der Preis. Ja, und dann können wir die nicht mehr beliefern. Jetzt ist es aber so, da kriegen wir zwar einmal eine große Summe, aber so fahren die immer hin und her und hin und her und hin und her und machen da. Ja, guck, der hier sammelt alles wieder ein hier. Für die, der klaut das aber wahrscheinlich gerade. Ja, hier haben sie die ganzen veredelten Metalle, die wir geliefert haben, haben sie alle rausgeworfen. Haha! Ja, ich weiß nicht, wann sie uns das letzte Mal gehackt haben. Vielleicht haben sie das ganze Erz rausgeschmissen bei uns. Danke für Ihre Hilfe. Könnte ja sein. Ja, bitte. 60.000 Credits haben wir gekriegt. Naja. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nochmal Danke für deine Hilfe, weil kriegen wir wahrscheinlich nochmal 60.000. Wir haben ja 2 Schiffe abgeschossen. Oh, was ist denn hier los? Bei der Argonenstation hier, was ist denn hier los? Hier sind schon Xen-Schiffe, alter Falter. Hier war schon Party. Naja, dann fliegen wir mal. Erwarte Befehle. Ja, Phoenix, du darfst da stehen bleiben. Da passiert, solange wie dir nichts passiert, kannst du da stehen bleiben. Die steht ja da oben an dem Spot. Da können wir dann auch mal auf die Xenon draufhauen mit dem Schiff. Mal gucken, was die machen. Wenn da mal wieder ein L-Schiff oder sowas auftaucht. Drill, Mineralien, Verteidiger. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen.
Warte mal draufhauen. Nein, ich wollte nicht aufstehen. Nemesis, Angreifer. Mann, ey. Ich hab Steuerung D gedrückt. Hä? Hightech-Fabrik. Steuerung D. So, wie war hier nicht irgendwo gerade ein Gegner? Nee, ist keiner. Hat sich so angehört. Also, der war da, der hab ich ja gesehen. So, wo soll ich denn jetzt hier andocken? Ach, da oben. Alles klar. Und man muss sich immer merken, dass wenn man mit einem HUD-System spielt, dass man auf Station immer das Gas rausnimmt. Weil sobald man nämlich in das Schiff steigt, gibt das Vollgas und dann fliegst du irgendwo gegen. Das willst du nicht. Also. Ach, unsere Nemesis wollten wir auch nochmal pimpen. Aber so richtig Material dafür gesammelt habe ich ja auch noch nicht. Ich drücke zweimal W. Das ist schon das Schnellste, in der weil ich wahrscheinlich volle Taschen habe. Ah, dazu muss das Schiff erstmal an eine Station, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch pimpen will oder ob ich mir jetzt mal einfach irgendwas hole noch. Ein anderes Schiff. Aber die Nemesis ist eigentlich nicht schlecht. Kann man eigentlich alles mitmachen. Da müssten wir wahrscheinlich die Terraner-Schilde haben. Captain, ich habe Dell in der Leitung. Na denn? Können Sie das wiederholen, Dell? Der Pakt von Grüne Schuppe hat einige Forderungen gestellt, um die Angriffe auf Einrichtung von Hattiqua einzustellen. Ich schicke dir die Details und habe noch ein paar zusätzliche Vorschläge. Sind diese Forderungen nicht etwas übertrieben? Wir wollen unsere Beziehungen mit Ihnen beenden, nicht noch enger zusammenarbeiten. Entweder nehmt ihr das Angebot an, oder ihr bettelt bei den Argonen um Hilfe, um euch aus dem Dreck zu ziehen. Können wir machen. Ich treffe die nötigen Vorbereitungen. Gut. Folgt den Anweisungen und alles wird gut. Und nun muss ich mich um andere Angelegenheiten kümmern. Also irgendwie klingt das ein bisschen komisch. Sieht so aus, als müsste ich ein paar Gefallen einlösen. Da Sie uns so vorbildlich unterstützt haben, überweise ich Ihnen ein paar zusätzliche Credits als Belohnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sieht so aus, als würden wir dieses Chaos endlich hinter uns lassen können. 200.000, pass auf. Es gibt aber noch immer ein paar Sachen, die geregelt werden müssen. Basierend auf den Daten, die Sie und Dell gesammelt haben, haben wir ein paar automatische Drohnen ausgeschickt, um einige Nachschubverstecke des Pakts zu zerstören. Im Nachhinein betrachtet, war das vielleicht nicht die beste Idee. Sie reagieren nicht auf das Deaktivierungssignal. Wir brauchen Pilote, die losfliegen und sie zerstören, bevor sie jede Chance auf eine Einigung zunichte machen. 400.000! Na denn, 400.000 haben wir gekriegt. Hallo, hallo. Steuerung D. Ja, Shift D, Steuerung D. Was weiß ich, Shift D. Keine Ahnung. Irgendwas müssen wir hier drücken. Naja, dann suchen wir uns mal hier ein paar Drohnis, wa? Und knallen mal die weg. Das ist ja kein Problem für die Nemesis. Sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wie gesagt, wir brauchen bessere Schilde, weil das ist hier für ein Poppes. Was wir hier an Schilden haben. Wir kriegen ja so auf die Fresse, ja, von den NPCs. Oha. Das wird schwierig. Ich speichere nochmal. Aber wenn ich mir das hier so angucke, dann sind wir schon bei 28 Minuten 47. Das heißt, nö. Diese Folge wird das wohl nichts mehr. In der nächsten. Bis denn.